Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit den kurzen Info-News zum neuesten PUBG-Patch. Und zwar haben sie den diesmal wieder Patch Nummer 1 genannt. Warum auch immer, keine Ahnung, fragt mich nicht. Auf jeden Fall ist er 2,99 GB groß. Damit es nicht wieder heißt, hast du nicht gesagt, habe ich wohl. So, und des Weiteren gab es natürlich, wenn ihr euch eingeloggt habt, gab es zwei verschiedene Sachen. Einmal, die gab es geschenkt, und zwar 20.000 Battle Points, also sprich unsere BPs. Und dann haben wir natürlich noch eine Jacke geschenkt bekommen, und zwar direkt nach dem Login. Wir nennen das immer Login-Event. Keine Ahnung, wie lange das gilt, aber auf jeden Fall nach dem Update einfach mal einloggen in PUBG. Und dann gibt es diese Dinge hier. Ich zeige es euch mal eben. Unter Anpassen gab es einmal auf Jacke gab es diese hier. Ich glaube, kann man sehen. Jawohl. Ich zeige es euch mal gerade. Habe sie mir mal eben angezogen. Finde sie jetzt nicht so. Finde da mein Ding ist hier viel geiler. Ebenfalls neu nach diesem Patch gab es jetzt für 20.000 Battle Points, die man quasi geschenkt bekommen hat, kann man sich jetzt dieses Skin, diesen Motorradhelm holen. Genannt Straßenkriegerhelm. Ja, wer die 20.000 übrig hat, einfach mal zuschlagen. Ich habe es getan. Des Weiteren wurde angepasst, dass man jetzt, wenn man nach vorne lief, gab es eine zu große Todeszone, wo man quasi dann beim nach vorne laufen halt direkt wieder raus war und ist dann quasi stehen geblieben oder hat sich umgedreht. Das hat man angepasst vom Gameplay her. Bei den Custom Matches gab es so keine Veränderung. Man hat jetzt lediglich die, also wenn die Lobby eröffnet wurde, wurde die automatisch nach 2 Stunden geschlossen. Jetzt ist es so, dass sie nach 40 Minuten schließt. Dann wurde im Desync etwas festgestellt. Das hat man bereits auf dem PC schon ausgerollt. Und das haben wir jetzt direkt auf der Xbox bekommen. Also mir könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr merklich was davon merkt. Ob wirklich das Desync quasi weg ist. Desync ist zum Beispiel so, wenn du bereits um die Ecke eines Hauses bist und der Gegner du hundertprozentig sicher sein kannst, dass er dich gar nicht mehr sehen kann und du trotzdem stirbst. Das ist zum Beispiel Desync. Das heißt, der Schuss ist bereits schon unterwegs, trifft aber bei dir erst ein, nachdem du um die Ecke bist. Oder kurz gesagt, der schießt, du bist auch schon gar nicht mehr zu sehen und trifft dich trotzdem. Eine weitere Info, seit gestern, also wo auch der Patch kam, gab es wieder mal einen neuen War Mode. Der läuft bereits vom 15. bis zum 18. November. Und da gibt es jetzt diesmal 13er Teams. Und jeder startet mit einer Pumpgun und mit einer Handfeuerwaffe und Level 1 Gear. Und in den Drops, die alle 180 Sekunden, na, wer rechnet jetzt schnell? Ich sag schnell vor, 3 Minuten kommt immer jeweils eins Drop. Alle 3 Minuten kommt ein Drop runter und in diesen Drops sind dann ARs, SRs und natürlich auch geiler Stuff. Heißt das jetzt nicht mehr War Mode, sondern Event Mode? Weil sie schreiben selber War Mode und da heißt es Event Mode. Egal. Also lasst mich wissen, ob ihr Verbesserungen festgestellt habt, was die Schusskonnektivität angeht, quasi wenn ihr angeballert werdet oder wenn ihr selbst jemanden anschießt, ist das besser geworden oder nicht? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn du mal bei einem der Custom Matches live dabei sein willst, check auf jeden Fall meinen Twitter-Kanal aus, weil auf meinem Twitter-Kanal gebe ich immer bekannt, wenn ich live bin und da steht auch meistens dann schon drin, was gezockt wird. Und wenn wir Custom Matches machen, dann kannst du auf jeden Fall dabei sein. Demnächst wird es auch Custom Matches hier auf YouTube geben, denn ich bereite diese bereits vor. Die besten Matches, die ich quasi kommentiere, kommen dann auf YouTube und werden quasi hier nochmal hochgeladen, dass ihr euch die dann im Nachhinein nochmal anschauen könnt. Grüße gehen übrigens an alle raus, die bereits schon teilnehmen an den Custom Matches. Der eine oder andere Name ist dort auf jeden Fall ja schon bekannt. Und ja, ich freue mich auf die nächsten. Danke, dass ihr immer dabei seid. Und ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Infos gefallen haben. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag oder Abend oder wann auch immer du das Video gesehen hast und sag wie immer, euer Hans ist raus. Cheers!